Also, Bader, der Kleinterrorismus im deutschen Sprachraum. Hat eine Literatur-Nobelpreisträgerin gesagt, der Mensch schaltet in Elendszeiten ein Notprogramm ein. Das ist genetisch vorgegeben, ist normalerweise in Hülle und Fülle, wird das Programm nicht gefahren, gell? Ist es verborgen, gell, in der Seele. Aber wenn die Notzeit, Hungersnot, wenn du 3 Tage, sagt der Nobelpreisträger, nichts isst und nichts trinkst, dann kommst du in so eine Panik, in eine Notsituation und dann wirst du plötzlich, hast Stimmen, hast neigst zu Halluzinationen und dann treibt dir irgendwo eine innere Stimme an und beginnt plötzlich zu sagen, werde, tu was. Stell die Leute zur Rede, die was die unterdrücken oder die was die ins Elend geführt haben. Und dann hörst, entweder du hörst Stimmen oder du fühlst dich getrieben, du fühlst dich unruhig und plötzlich möchtest handeln. Entweder, dass du zur Rede stellst, der Umwelt, oder dass du sie angehst oder attackierst oder dass du sie bedrohst oder dass du eine Vorhaltung machst oder dass du sagst, du musst sie ausschalten irgendwann, der was der Verursacher ist fürs Elend, gell? Und das beschreibt die Nobelpreisträgerin gut. Das ist die Doris Lessing. 2007 hat sie den Nobelpreis für Literatur gekriegt. Sie hat viel über Krieg geschrieben, über Not- und Elendprogramm, Kinder in der Dunkelheit und was weiß ich. Feuchtigkeit. Humidity. So raucht's. Der Duft, gell? Der Hölzer. Duft der Natur. Benji, seid ihr ganz ruhig, gell? Schlaf. Ja, der weiß schon warum. Ja, weil er davon geschlafen ist. Ach so? Und ich freue mich schon, wenn das Blätterwerk wieder da ist, gell? Wenn alles dicht ist. Nein, ja. Und Michi, du könntest mal wieder Palmkatzen pflücken, wie voriges Jahr, gell? Ja, mal schauen, gell? Ein Strauß, gell? Wahrscheinlich. Genießt das gut, gell? Der brennende Dornbusch. Das ist nicht zugegreifen drauf. Hiermit grüße ich Guevara. Ne mir Guevara. Aus Südamerika, der ganzen südamerikanischen Staaten bereits. Chile, Peru, Paraguay, Uruguay, Honduras. Riecht es gut, gell? Ja, kein Schwedel eingesteckt. Ja, zubegreifen drauf. Ne? Ich schon.
auf der Piste, der Auto.